Hallihallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Guide ums Late Game. Ich möchte euch die Inhalte Chaos Dungeon, Wächter Raid, Abyss Dungeon, Würfel und Turm etwas näher bringen. Genauso das Waffencrafting, was hat es damit auf sich, was ist eigentlich Gegenstandsstufe 1 und was ist Gegenstandsstufe 2 und was bedeutet das eigentlich alles? Also hier ganz kurz und kompakt für euch nochmal die ganzen Inhalte zusammengefasst. Und natürlich auch nochmal ganz kurz zu den Daily Quests. Und ich würde sagen, wir legen los. Den Chaos Dungeon könnt ihr am Tag zweimal machen. Ihr findet das an dieser Statue. Die Statuen, das findet ihr quasi in jeder wichtigen Stadt. Lutera, Stern, dann natürlich auch in der Burg Wern. Und was soll ich sagen, ihr könnt das am Tag zweimal machen, wo ihr quasi auch einen Loot-Drop bekommt. Und wenn ihr euch fragt, hey, wie geht das oder wie funktioniert das genau, das liegt daran, ihr habt hier unten rechts die Aura der Resonanz. Und solange ihr die Aura der Resonanz habt, übrigens, die ist charakterspezifisch. Also wenn ihr jetzt quasi einen zweiten Charakter habt, der auch in diesem Gebiet hier ist, in dieser Stufe ist oder in diesem Niveau ist, wo er quasi Chaos Dungeon machen kann, dann ist das getrennt von euch. Das heißt, mehrere Charaktere können auch mehrere Belohnungen von den Chaos Dungeons machen. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal fix hier einen Chaos Dungeon an. Auf geht's. So, ich bin jetzt hier im Chaos Dungeon rein teleportiert worden und gucken wir uns das Overlay an, das Menü. Wir haben links eine Anzeige, wie viel Prozent wir in diesen Portalen machen müssen. In der Regel gibt es bis zu 3 Portalstufen. Es gibt aber auch Bonusportale, die sind dann meistens gold oder gelb für ein goldenes Level, quasi wo dann wirklich Gold droppt, oder rot, wo ihr einen Boss besiegen müsst, einen separaten Boss mit ein paar Mechanics dahinter. Aber die kommen eher selten, ansonsten immer 3 Stufen. Und die Stufe beginnt, ehrlich gesagt, erst wenn ihr euch bewegt, geht es quasi los. Und hier oben habt ihr noch ein Zeitlimit. Ich bewege mich jetzt mal und clear mal die erste Stufe. Und let's go. Im Chaos Dungeon könnt ihr natürlich eure Awakening Skill durchaus spammen, wenn ihr einen guten AOE-Effekt habt. Weil durch die blauen Bubbles, die ihr, diese blauen Kugels, die ihr rumlaufen seht, kriegt ihr eine Cooldown Reduction auf eure Fähigkeit, auf euren Awakening Skill, und dadurch hat man im Endeffekt gar keine Probleme. Genauso ist es natürlich auch empfehlenswert, dass ihr eure Skills und eure Fähigkeiten natürlich auf AOE-Effekte auslegt, um in der Chaos Dungeon keine Probleme zu kriegen. Und ihr seht auch schon, was hier so für Mats droppen. Und das sind meistens Wächterfragmente oder andere Sachen, die ihr später fürs Crafting braucht, zum Beispiel Harmoniefragmente. Auf geht's, Stufe 2. Stufe 2 gibt es eigentlich nichts großartig zu wissen in dieser Zone, bis auf, ihr müsst alles töten und irgendwann kommt ein roter Boss. Und diesen roten Boss suche ich euch jetzt mal. So, ich habe jetzt natürlich hier diverse Sachen geklärt. Und oben rechts auf der Minimap seht ihr jetzt, dass es ein roten Gegner gespawnt ist. Die anderen sind orange. Und diesen muss ich jetzt töten, um quasi in die nächste Portalstufe reinzugehen. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky, weil ne, die machen doch schon auf einer höheren Stufe ein bisschen Schaden, musst du aufpassen. Aber am Anfang braucht ihr keine Angst haben. Das ist alles relativ human gehalten. Und der Boss ist down und erst jetzt öffnet sich mein Portal. Auch hier das Portal wieder blau, das heißt, die nächste Stufe ist eher Standard angeheizt. In der letzten Stufe angekommen, das, wie gesagt, die haben unterschiedliche Aussehen, gehe ich jetzt natürlich wieder rein und natürlich versuche ich, wie schon eingangs erwähnt, regelmäßig meine Awakening Skill hier rauszuknallen. Außer ihr habt natürlich keinen AOE-Effekt. Und jetzt kommen hier diese roten Kristalle, die sind Stufe 3 typisch. Die müsst ihr kaputt machen und dann geht es quasi weiter. Und der nächste rote Kristall kommt übrigens erst, wenn ihr Stufe 3 alle Monster, fast alle Monster besiegt habt. Dann wird euch auf der Minimap der nächste rote Spot angezeigt und da sollte auf jeden Fall hingehen. Ich habe jetzt ein paar Monster getötet und bin jetzt hier beim nächsten Kristall und war natürlich wieder tot. Und das zieht sich jetzt sofort, bis ich links oben eingeblendet 100% erreicht habe und damit den Chaos Dungeon erfolgreich abgeschlossen habe. So, ich habe jetzt mein Chaos Portal geschafft. Links seht ihr 100%. Ich könnte jetzt sagen, okay, alles klar, es war mir, ich habe Bock gemacht, ich will noch weitermachen. Denkt dran, wenn ihr keine Aura der Resonanz habt, könnt ihr natürlich trotzdem noch weiterfahren. Es droppen auch noch ein paar Mats und vor allen Dingen aus Eintauschgegenstände, die ich euch jetzt mal zeige, wo ihr die einlösen könnt. In der Regel steht neben dem Chaos Dungeon der Chaos Dungeon Scherben Eintausch Typ oder in dem Fall Magiegelehrte. Und gucken wir uns das mal an.
Ihr kriegt quasi, auch wenn ihr keine Aura habt, die Wahrnehmungsfragmente, und wenn ihr dann eine gewisse Anzahl gesammelt habt, könnt ihr hier mit einem wöchentlichen Limit natürlich Sachen eintauschen, um euch natürlich weiter voranzubringen. Das geht natürlich für die Stufe 2 und 3 natürlich im Late Game genauso. Okay. Der nächste Inhalt ist der Wächter Raid, und der Wächter Raid erkennt ihr quasi an auf der Minimap an einer roten Tafel, und der ist natürlich in der Nähe immer vom Chaos Dungeon. Diese Gebiete sind immer relativ gut kompakt nebeneinander. Im Wächter Raid könnt ihr ans Anschlagbrett gehen und natürlich diverse Bosse besiegen. Ähnlich wie im Chaos Dungeon ist das auch hier abhängig von eurer Stufe. Also ihr braucht in dem Fall hier die Stufe 302, um gegen Urnil das erste Mal zu kämpfen. Hier empfehle ich euch natürlich, dass ihr über die Match-Suche oder über den Gruppenfinder euch eine Gruppe sucht. Und dann gibt es hier noch den Hinweis, auch hier kann man zweimal täglich natürlich die Seelen sammeln und im Wächter-Raid droppen in der Regel die roten Fragmente, die ihr quasi braucht, um eure Waffe zu verbessern. Und ich zeige euch mal ganz kurz hier an einem Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich bin natürlich hier overequipped, aber es geht hier nur ums Prinzip. Wenn ihr den Dungeon betretet, solltet ihr darauf achten, dass eure Wächterseele ausgewählt ist. Ich möchte hier meinen Run für heute nicht wasten, deswegen Wächterseele raus, und jetzt gehe ich hier rein. Seid ihr im Wächter-Raid angekommen, habt ihr natürlich oben links sofort die Zeit stehen. Dann habt ihr oben links natürlich auch 3 Leben, das heißt, ihr könnt euch 3-mal wiederbeleben. Ansonsten könnt ihr euch nicht wiederbeleben. Das heißt, ihr müsst wirklich, wirklich aufpassen, ob ihr sterbt, müsst die Mechanics später wahrscheinlich öfters mal studieren, öfters mal sterben und dadurch besser werden. Natürlich könnt ihr euch auch immer einfache Bosse töten, wo ihr quasi overgeared seid, aber das ist Geschmackssache. Genauso hier großer Hinweis, ich habe keine F1-Tränke, ich kann nur auf meine 1-Tränke zurückgehen und habe hier auch nur 5 Stück. Und wenn die dann aufgebraucht sind, müsste ich oder kann ich mich zurück zu diesem Gebiet hier mit diesen beiden Menschen zurücktransportieren, also laufen, und dann habe ich natürlich die Option, einfach mich automatisch wieder aufzufüllen, und dann habe ich quasi mehr Tränke, und wir haben ja 19 Minuten Zeit. Der zweite wichtige Hinweis ist noch, man kann im Wächter-Raid natürlich Leuchtfeuer benutzen, die sind eigentlich auch nur dafür da. Ich habe hier ein relativ großes Gebiet und ich weiß nicht, wo der Boss ist, und bevor ich jetzt hier wertvolle Sekunden verliere, benutze ich quasi einfach hier mein Leuchtfeuer, um den Boss aufzustöbern. Und das Leuchtfeuer wurde benutzt, und jetzt sehe ich hier, aha, da oben ist der Gegner. Beim Gegner angekommen, setzt natürlich die ersten Boss-Mechaniken ein. Das ist natürlich hier der erste Boss. Der wird jetzt nicht so stark sein, aber ich bin auch wieder overgeared. Aber wenn der Boss regelmäßig sich verschwindet, dann müsst ihr den natürlich wieder neu suchen. Und den Boss natürlich dann auch immer wieder finden. Wie gesagt, der versteckt sich auf dieser Map da. Und jetzt ist es hier natürlich empfehlenswert, wie sich auch den Boss ein bisschen anzugucken, was macht der, was kann der und wo sind seine Stärken und Schwächen. Und wie gesagt, hier ist es auch manchmal besser, das habt ihr gerade gesehen, er hat mich weggeschmissen, und wenn ich jetzt nicht sofort reagiere, würde der mich wahrscheinlich auf meiner Stufe, wäre der richtig gefährlich und würde mir sehr viel Schaden machen. Also hier doch schon Wächter-Raid. Im Vergleich zum Chaos-Dungeon fand ich natürlich sehr, sehr knackig und wird wahrscheinlich auch immer die größere Herausforderung für euch darstellen. Und ich gehe jetzt mal fix den Boss weg, bis gleich. Oh, der Boss ist jetzt hier gestorben. Wie gesagt, keine Leistung, weil ich overgeared bin ohne Ende. Und wenn der Boss tot ist und ihr habt die Wächterseelen, den Hagen drinne, droppen jetzt 1 oder 2 Wächterseelen. Es droppen 2 Wächterseelen, wenn ihr quasi euren Ruhebonus aktiviert habt. Und die Wächterseelen erkennt ihr ganz einfach dahin, indem ihr einfach hier neben dem Boss so 2 weiße Kugeln habt. Die müsst ihr ganz kurz aufmachen und dann droppt da der ganze Loot raus. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier in dem Beispiel nicht. Wächter-Raids, wie gesagt, können zweimal täglich gemacht werden, aber auch hier gibt es die Option eines Ruhebonus, der sich dann quasi automatisch auffüllt. Und wenn ihr mal einen Tag nicht könnt, der tägliche Reset 11 Uhr, ist es nicht so tragisch. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr dann später in die Raid-Stufe 2 geht und ihr möchtet zum Beispiel hier mit dem nächsten Boss Chromanium loslegen, ist es immer die Bedingung, das steht dann in der Regel auch da, dass ihr natürlich die anderen Vorbosse aus Raid 1 wenigstens einmal getötet habt. Und ja, so viel dazu. Natürlich auch logisch, umso höher ihr das macht, ähnlich wie im Chaos Dungeon, umso bessere Sachen droppen da bei euch heraus. Ein weiterer Inhalt, der euch relativ schnell zur Verfügung steht, ist der Abgrund Dungeon. Und der Abgrund Dungeon
Der ist auch wie so oft natürlich in diesen Militärbezirken in der Nähe von Chaos Dungeon zu finden. Und im Abkommen Dungeon hier die Besonderheit, den könnt ihr nur einmal wöchentlich machen mit eurem Charakter. Ihr könnt natürlich auf euren Zweit- und Drittcharakter und Char natürlich dann jedes Mal reingehen, aber hier nur einmal wöchentlich. Und passt auch auf, ich wollte euch nicht spoilern, deswegen habe ich hier kein Video dazu, weil da wirklich coole Bossmechaniken versteckt sind. Ein weiterer Inhalt, der später auf euch zukommt, ist natürlich der Turm. Der Turm ist natürlich nur hier rechts von mir, auch wieder in der Nähe von diesen Gebieten. Und da können wir mal drauf schauen. Den Turm, den macht ihr übrigens immer nur einmal. Je nachdem, wie hoch eure Stufe ist, versucht ihr da quasi voranzudrummen. Und ja, dann geht ihr quasi pro Stufe rein und entwickelt euch da weiter und kämpft euch hoch, um natürlich hier zum Beispiel Gravuren zu kriegen oder mal ein episches Meisterwerk abzustauben und so weiter und so fort. Natürlich hat der Turm diverse Sachen und geht wahrscheinlich auch ziemlich weit und wird auch von sehr leicht zu wirklich schwer. Und ja, ich zeige euch mal kurz den Turm. Müsst ihr euch jetzt natürlich weiter bewegen und auch hier der Hinweis, ihr habt nur die 1 Tränke und deswegen achtet darauf, dass ihr genug Tränke dabei habt, zur Not craftet die nach. Let's go! Im Turm habt ihr natürlich auch oben links einen Timer und der geht los und ich weiß aber nie, was mich hier erwartet. Das ist wie gesagt immer auch subjektiv und gerade eben hier habt ihr gesehen, der Gegner einfach explodiert und natürlich auch hier für diesen Bereich, wo ich das Portal im Turm gemacht habe, natürlich overcooked, deswegen schaut das Ganze jetzt hier nicht so kompliziert aus. Erfolg. So, jetzt habe ich den Erfolg und meine Tränke laden sich hier übrigens wieder auf. Mal so als Hinweis, auch meine Lebenspunkte haben sich zurückgesetzt und ich kann natürlich jede Turmstufe anhalten und ich mache noch eine, weil es so schön war. Ich habe jetzt 2 Ebenen geschafft und sehe natürlich hier, aha, 2x Kisten bekommen, alles gut und gehe jetzt hier raus. Es gibt auch noch 2 Specials, das nennt sich Boss Rausch und natürlich Würfel. Diese Sachen könnt ihr nur über ein Zugangsticket bekommen, was quasi hier unten, was über den Chaos Dungeon droppt. Also wenn ihr quasi Chaos Dungeon läuft, habt ihr eine Chance, ein Zugangsticket diverser Qualitäten, umso höher eure Dungeon, umso besser die Qualität, für natürlich den Würfel zu kriegen oder für den Boss Raid. Ich war persönlich noch nie im Boss Raid, aber die Würfel zeige ich euch jetzt mal. Und wie gesagt, ich habe hier mein Zugangsticket, 1 von 1 Würfel, ganz normal und ich gehe jetzt hier rein. Auf geht's. Im Würfel gelangt ihr quasi immer durch auf diverse Schlachtfelder, die immer einen Zufallsfaktor haben. Zum Beispiel ist jetzt hier oben ein Schild, das mir 5000 Leben gibt. Auch hier habe ich natürlich einen Timer laufen, der mich zwingt, mich hier anzustrengen, um relativ zügig hier durchzugelangen, um die Stufe zu erreichen und damit meinen ersten Teil für die Kiste, die links eingezählt wird, mitzunehmen. Was übrigens kommt, ist in der Regel Zufall. Ich habe jetzt schon meine erste Kiste erlangt. Ihr habt gesehen, ich habe drei Phasen gebraucht, also 3 Ebenen. Und auch hier, wie gesagt, kann ich mich nur mit der 1 heilen. Und wenn ich jetzt in den nächsten Bereich gehe, übrigens bin ich nicht voll geheilt. Also hier schon mal Unterschied. Und ich versuche natürlich jetzt noch weiterzukommen, bis ich sterbe. Das würde ich immer maximal rausholen. Umso höher die Kiste von der Qualität, umso besser natürlich der Loot. So, ich bin jetzt hier auf Phase 5 gestorben und leider kann ich nicht beitreten, weil ich quasi kein neues Ticket habe. Und deswegen verlasse ich jetzt den Würfel und kriege natürlich meinen Loot, den ich ja gespielt habe, in dem Fall meine Bronzekiste. Die Bronzekiste befindet sich im Inventar und kann jetzt hier natürlich problemlos geöffnet werden. Und dann habe ich die Sachen daraus bekommen. Kommen wir nun zum Thema Ausrüstung verbessern, Ausrüstung optimieren und Ausrüstung craften. Und dazu müsst ihr zum Ausrüstungsverstärkungstypi gehen.
Der ist durch einen kleinen Hammer gekennzeichnet und den gibt es natürlich auch wieder in diversen großen Städten. Wie funktioniert das Ganze? Wenn ihr das erste Mal in den Chaos Dungeon geht, werdet ihr diverse Sachen gedroppt bekommen, zum Beispiel meine Kopfbekleidung der Kreuzung oder meine Hose der Kreuzung. Und ihr seht schon, ich habe auch aktuell diese Sachen ausgerüstet und deswegen ist es so, ich habe Qualität 73 oben stehen und ich habe ausgerüstet Qualität 61. Das heißt, theoretisch ist jetzt meine 73 wahrscheinlich besser. Und was mache ich denn jetzt damit? Weil das andere ist ja schon geplust. Ne? Das hat schon quasi plus 14 und hat dadurch wesentlich bessere Basic-Effekte. Und da muss ich jetzt mal schauen, wie wir das alles lösen. Also, ihr geht ins Chaos Dungeon, habt eure ersten Sachen und dann geht ihr hier zu diesem Kollege, den wir gerade vorgestellt haben. Und jetzt wird im Endeffekt gecraftet und zwar aufgewertet. Ihr könnt die Gegenstandsstufe 1 bis zu 15 Mal aufwerten und die das ist quasi das Maximum. Umso niedriger die Stufe, in dem Fall hättet ihr, wenn ich jetzt das hier unten aufwerten, auf Aufwertung klicken, kostet mich auch nicht so viele Materialien. Klick auf Aufwertung, pusht das jetzt hier hoch und würde das machen. Ich brauche es halt gerade nicht. Dann würde ich quasi mich verbessern und ich zeige euch das jetzt mal bei einem Teil, was ich auf jeden Fall verbessern möchte, nämlich meine Handschuhe. Meine Handschuhe hier haben eine Qualität von 85, ich denke, das ist ganz gut. Und wenn es hier aufgewertet, wie gesagt, die Materialien droppen aus den Wächter-Raid und aus dem Chaos Dungeon und aus Inseln und aus Quests, die ihr später machen werdet. Und verstärke mich jetzt. Und jetzt seht ihr hier, ich habe 60% und das geht später runter bis zu 40% und ich kann jetzt hier ganz entspannt auf Verstärkung der Ausrüstung klicken. Diese Sternoden kann ich benutzen, um meine Chance zu erhöhen, aber bei 60% empfehle ich das natürlich noch gar nicht, weil es später wirklich schwierig wird und sehr viel RNG im Zufallsfaktor hier dabei spielt. Ich versuche das jetzt zu schaffen. Let's go! Es ist erfolgreich. Meine Handschuhe der Kreuzung haben sich verbessert. Die sind jetzt quasi in dem Basiswert nach oben gestiegen und damit auf Stufe 13. Jede Stufe bringt im Durchschnitt eine Gegenstandsstufe von 20. Ne? Das ist jetzt Stufe 13 und hat 560. Das ist Stufe 12 und hat 540. Ich mache es nochmal. Also wir klicken auf Aufwerten, führen hier mit Harmoniefragmente alles auf, klicken drauf und jetzt geben wir nochmal Verstärkung der Aufwertung. Auch hier wieder 60% und let's go. Und jetzt habt ihr schon gesehen, schade, 60% trotzdem fehlgeschlagen, meine Mats sind weg, war alles umsonst. Ja und nein. Ja, meine Materialien sind weg, aber ich kriege jetzt im nächsten Versuch eine erhöhte Chance, dass ich diesen Gegenstand verbessern kann. Ich habe jetzt 66%, quasi 6% durch die Verstärkung. Und es hat geklappt. Ich konnte meine Panzerhandschuhe der Vorhersehung nochmal verbessern. Coole Geschichte. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass wir im Endeffekt hier für die Waffe diese Zerstörungsfragmente brauchen und für die Rüstungsgegenstände braucht ihr natürlich die Wächtersteinfragmente. Und das ist halt der Unterschied. Und wie gesagt, das kriegt ihr. Diese Zerstörungssteinfragmente kriegt ihr in der Regel mehr aus dem Wächter-Raid, die anderen Teile aus dem Chaos Dungeon. Und ja, jetzt kommen wir noch zum anderen Thema. Ich habe mir jetzt noch zwei Teile rausgesucht, wo ich sage, die sind eigentlich besser als das, was ich trage. Von der Qualität her oder vom Bonuseffekt her. Der Bonus-Stat irgendwie macht mich mehr an. Ne? Also es kann ja sein, dass da noch was anderes ist, was ich einfach besser haben möchte. Und was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt hier rein und werte das quasi auch auf Stufe 13 oder 14 oder 15 auf? Nein. Ihr habt hier unten den Button Ausrüstungsübertragung, da klickt ihr drauf und jetzt sage ich, alles klar, ziehe die Zielausrüstung für die Übertragung rein. Aha, das Ding
möchte ich quasi verbessern. Ne, das ist jetzt Stufe, das ist quasi Gegenstandsstufe 302 und hat eine Qualität von 73. Und ich sage, das Teil hier drüben möchte ich übertragen. Es kostet mich wirklich, wirklich hier nur Silber. Und das ist natürlich toll. Jetzt übertrage ich das. Natürlich wird der eine Gegenstand zerstört, aber mein höherwertiger, qualitätshöherwertiger Gegenstand bleibt erhalten und ist jetzt sofort auf Stufe 14 gekommen. Und das ist natürlich eine geile Sache, um später sein Equipment natürlich auch zu optimieren. Nochmal das gleiche Prinzip bei der Hose. 29 Qualitätspunkte, die sage ich, die möchte ich hier nicht liegen lassen. Und ich gehe jetzt hier rein und klicke quasi, ne, das ist mein Gegenstand, den ich quasi haben möchte und der ehemalig gut war und den ich jetzt quasi umwerten möchte. Zack, wird wieder verbessert. Das habe ich übrigens, das hat keine Prozentchance, es wird immer klappen und da geht das Risiko natürlich gegen Null. Und das ist natürlich eine geile Sache. Also wir lernen hier auf Stufe 1 und später natürlich immer wieder die Ausrüstung optimieren, gar kein Problem. Den Endgame-Content oder das ihr auch täglich machen solltet, das ist Alt-J, dann kommt ihr natürlich ins, wie soll ich das erzählen, ins Menü für die täglichen UNAS-Aufgaben. Mit den UNAS-Münzen könnt ihr später wieder Sachen eintauschen. Und da habt ihr den täglich, die täglich gibt es dreimal verfügbar. Und auch hier kann man sich übrigens, wenn man Sachen öfters macht, bessere Belohnungen abholen, weil ihr indirekt einen Ruf levelt. Ihr habt eine wöchentliche Aufgabe. Da könnt ihr von jedem Typ immer nur einen nehmen. Ne, also es gibt hier dreimal Cast Dungeon, es ist nur ein Typ davon möglich. Auch hier habt ihr drei Stück. Hier ist der Reset jeden Donnerstag. Bei den täglichen ist es natürlich täglich 11 Uhr. Und dann habt ihr natürlich noch den Rufstatus, ne, wo ich hier erzähle, was ich besser verbessern kann. Und so geht es im Endeffekt durch. Natürlich könnt ihr auch eure Gildenquest hier annehmen. Und wie gesagt, Alt-J hier für die täglichen UNA-Quests, die ihr dann quasi die UNA-Münzen beanspruchen könnt. Und das ist natürlich eine tolle Sache noch für später. Und ja, was gibt es sonst noch? Wie gesagt, es gibt natürlich diverse Umtauschgebiete. Das müsst ihr euch in Ruhe angucken. Ich will jetzt hier niemanden überfordern. Und damit würde ich mich erstmal verabschieden von den ganzen ereignisreichen Ding, Chaos Dungeon, Wächter Raids und was alles dazugehört. Und hoffe euch den Einstieg ins Endgame ein bisschen Klarheit gebracht zu haben. Ich verabschiede mich, euer Lifehacks. Macht's gut!